So. Hallo, wir haben einen neuen Platz gefunden. Aber hier waren wir ja schon des Öfteren im Sommer. Und hier ist absolut eine geile Aussicht. Und hier werden wir jetzt unser Tipi aufschlagen. Wir haben natürlich den Ofen mit. Und hier ist ein absolut geiler Platz. So, Leute. Ja Leute, wie ihr seht, habe ich das Tipp genommen. Muss nur mal gucken, wo jetzt da oben ist. So. So Leute, jetzt müssen wir uns mal hier verjacken. Ich schätze, es haben schon den Zug, dass man noch was anbringt. Ja, definitiv zu lang. So. Und hier ist wirklich eine geile Aussicht. So. So, ich nehme meine Bügelsäge mit. Ja, die Stange war jetzt noch ein bisschen zu lang. Und na.
Ja, Leute, das ist schon mal schönes ordentliches Brennholz. Aber gut, weil Leute, ihr müsst auch bedenken, weil ich schon muss auch gerade Leute, auch das gehört dazu. Aber irgendwie bin ich sau nicht hier in den Boden, ey. Ja, Leute, mein Mama nur eine Schaufel habe ich damit. Eingraben. Weil das wird mir sonst eine Ewigkeit. Na Leute, wie ihr im Video seht, das ist nicht immer so schnell. Ja Leute, ciao. Weil... Ich wohne hier. Also Leute, falls unser Handy mal leer ist, wir haben hier nebenan eine Starkstromleitung.
den Account in Jahr. Also wie nach Leute, besser kriege ich es leider nicht hin. Aber wir haben ja noch die Spannschnüre. Und das werden wir dann sehen. Ja, siehst du, die Spannschnüre haben wir noch dran, Diggi. So. So Leute, hoffe der hält. Mal, ich habe die Spannschnüre dran gelassen. Nein, dann lass keine Ahnung dazu, wenn man draußen ist. Mann, ihr könnt. Was aus? Leider. Viele wissen halt nicht, dass ein Tipi ist, ne, weil ein Tipi ist immer unten etwas offen und wir können das auch schließen. Laub, alles ist ja auch kein Ding. Man muss sich zusammenrücken, aber es geht auch. Hm.
Ah, shit. Mann. Anscheinend ist der Ast ein bisschen zu hoch, aber...
irgendwann kriegen wir das hier hin. Ah ja, jetzt wird's schon. So Leute, jetzt kommt mal mit. Jetzt versuchen wir nochmal beim zweiten Versuch. Aber ist schon geil zu laufen. Wo wollen wir denn hin haben? Wo wollen wir messen, in welches Aufstellloch reinstellen, dass wir auch hinten Platz haben? Also ich sagen, wir stellen hier vorne hin, wo eh diese zwei kleinen Busse sind. Ja, aber das kann wegen brennen, dass es so warm wird. Oder? Aber es ist eh nass wie die Sau. Aber jetzt hier mitten am Eingang oder wir stellen? Ne, da ist kein Loch. Dann stellen wir dann hier rein. So Leute, kann dann sehen, wie man dann den Ofen oben aufstellen. Ja Leute, wie gesagt, das Tipi ist jetzt nicht perfekt gerade. Aber darum geht's nicht. Könnt ihr gerne meckern in den Kommentaren. Ja Leute, wie gesagt. So Leute, der Windschutz, der kommt immer die Drosseln da unten. Ah, nicht so. So, diesmal mache ich auf. Außer, nee, da ist kein Platz. Was meinst du? Nimm mal. So. So. Ich habe noch extra lang gemacht für den Ofen. Das wird nicht reichen. Guck mal in der Tasche da irgendwie. Ah ja. Ja, muss man. Oh, die Schneering. Mal wegen hier spannen, weißt du. Huh?
fallen müssen aus den Schnur. Schon da Schnüre, Spannschnüre gemacht. Ich hab gerade gefragt, ob ich das Ding drüben drauf mache. Naja, kannst du mit dem Strick schon mit dran binden. Was? Naja, für dieses Rohrsystem. Ich weiß nicht, was du jetzt gerade genau von mir willst. Ja, du wolltest da aufstellen. Also hochschnecken. Du hast gerade eben den Kamin oben drauf und da hat das letzte Stück noch gefehlt. Ja. Ist oben drauf machen soll. Kannst du gerne machen. Jetzt hast du es doch aber schon runter und hast es doch schon drauf. Manchmal freue ich mich. Ja, Leute, so ist das halt auch. Und hier, wie ihr seht, die müssen wir befestigen, weil sonst gibt das um. Ja, ja, hier an den. Du hast doch schon Führer. Für jeden eine Seite. Hä? Du bist mir gerade Flachs. Nein, will ich nicht. Weil jeder denkt, muss eine hin, dass er stabilisiert. Ja. Ja, Leute, das gehört auch dazu, weil, wie gesagt, weil sonst hat es ja keinen Sinn da draußen. Ich hab's aber jetzt vergessen, dass ich jetzt hier meine Handschuhe ausziehe und ich hab's noch nicht gemacht. Keine Lust, dass noch mehr Dreck an meine Wunde kommt. Nee, das gibt ja immer schon. Keine Lust, dass meine Wunde dann dreckig wird. Beziehungsweise doch dreckiger. Jetzt einen Baum befestigen oder? Wird nicht nützen, ist ja keiner hier in der Nähe. Her an die Heringe noch, die über sind glaube ich noch. Scheiße. Ja Leute, siehst du, wir können wenigstens noch Musik laufen lassen, da wir keine großen YouTuber sind, ist das noch erlaubt. Das ist noch erlaubt oder was? Da ich die Videos nicht modernisieren kann, da ich damit noch kein Geld verdiene, ja. Weil ab 1000 Abonnenten kann ich die Videos modernisieren und dann ist Musik. Ja, und dann ist Musik verboten. Weil, wenn du jetzt das da laufen lassen würdest, wenn ich schon 1000 Abonnenten hätte, dann wäre mein Konto sofort weg. Wegen Sony Entertainment. Sony soll die Presse haben. Aber eh keine Ahnung, warum sie die Presse haben. Ich glaube, ich stopp das nicht.